Ihr seid mit heißem Teer und Käfersaft bedeckt. Macht euch keine Sorgen, mein Freund. Das geht wieder ab. Irgendwann. Das geht ab. Wir feiern die ganze Nacht. Okay, lass mir das. Ich befasse mich seit fast einem Monat mit dieser Silitiden-Situation, was mich zum hiesigen Experten macht. Erst letzte Woche hat uns der irdene Ring besucht und wollte, dass ich ihnen alles aufschreibe, was ich weiß. Kragol übergibt euch ein zerfleddertes Buch. Ich bin kein guter Schriftsteller, aber auch kein Leser, um ehrlich zu sein, aber dieses Buch ist wahrscheinlich das ausführlichste, das je über diesen Feind geschrieben wurde. Gebt es Tauner Himmelsjäger unten an der Flammensteinspitze. Sie befindet sich südlich von hier, westlich der Hauptstraße. Für die Horde. Kann ich das eigentlich lesen? Wo ist es denn? Das Buch? Da. Nee. Nee? Nee? Hier, Silitidenführer. Ach, nur zwei Seiten. Quargols Handschrift ist groß und unregelmäßig, kaum besser als die Kritzeleien eines Kindes. Die Silu-Skilla. Mehrere Schreibfehler sind durchgestrichen. Silitiden sind kräftigere. Käferige Tiere, nicht Gemüse, jedenfalls nicht ohne einen Kampf. Sie wohnen in unter der Erde, außer wenn sie das nicht tun. Manche davon fliegen, glaube ich. Sie schmecken echt eklig. Die meisten Silitiden sind aus Käferteilen. Sie haben zwischen keine und um die 8 Beine, je nachdem wie sie gestorben sind. Brennen macht sie tot. Sie haben Panzer aus Chitin, was viel zu weich klingt. Man kann sie nicht abstechen, außer man macht es sehr fest. Sie können schnell graben, aber ich weiß nicht, wie schnell, weil sie im Boden graben. Herkunft der Silitiden, fast alle Silitiden kommen aus Löchern, normalerweise im Boden. Das ist das tollste Buch, das, wo ich je gelesen, ich haben. Du Wissen. Ich dir sagen, das beste Buch der Welt, wo ich je gesehen habe, einfach. Huch, das sieht zu hochauflösend aus. Ist es eigentlich gar nicht, aber sieht trotzdem so aus. Diese Textur von dem Viech da. So. Und da war es auch schon tot. Und es droppt natürlich ein gigantisches Kodo-Herz und schweres Kodo-Fleisch. Wie praktisch. So. Jetzt. Ach, hör auf. Was haben wir denn da? Ein Eisenvorkommen? Na, das. Hä? Hä? Das war eben da, jetzt ist. Dann war. Nee, es war da, dann war es wieder weg, jetzt ist es wieder da. Das ist ja ganz seltsam. Das Spiel veräppelt mich manchmal, glaube ich. Das veräppelt mich. Ja, das ist doch nicht die Möglichkeit hier. Das geht doch nicht. Also, das ist ja. Verarsche ist das ja. Das veräppelt mich einfach, das Spiel. So. Ich bin jetzt Level 35 und. Bin tatsächlich nicht wirklich weiter. Also es sieht ganz gut aus mit dem Einhalten des Levels des jeweiligen Gebietes tatsächlich. Ich bin nicht wirklich drüber. Interessanterweise, obwohl ich ja eigentlich mit Level 32 hier. Gold. Bronze, Silber und Gold. Habe ich nie gewollt. Ich will nur eins, nur dich allein. Okay, lass mir das. Ich habe Gold gefunden. Also, ich bin ja eigentlich mit Level 32 hier reingekommen. Hätte ich eigentlich viel höher rausgehen müssen, ist ja komisch. Naja, sehr seltsam. Trank verkauft Sprengstoff. Redet mit mir! Bausatz des Tüftlers? Wofür ist das denn da? Keine Ahnung. Rote Feuerwerksrakete, ach wie schön. Und leichtes Pergament, Sprengpulver, Ingenieurstinte, was der alles hat. Krass. Die Ödnisfeste. Da, sehr öde ist es hier. Wirklich sehr öde. Huch, wer greift mich denn da an aus dem Schatten? Hier sind Präriehunde, okay. Du lässt mich in Ruhe, du. Ach, jetzt lässt er mich in Ruhe, ach wie praktisch. Gut. Der Agent des Brachlandes. Huch, wo kommt der auf einmal her? Ja, also das ist ja wohl eine Frechheit, ja? Mitten in unserem Lager greifst du mich an? Also, das geht so aber nicht. Ja, da muss ich doch mal protestieren. Also, das geht so nicht. So, da war er tot. Kalter Grau. Habt doch ein Herz, Korak. Alles, was ihr wirklich braucht, ist dein Herz.
kalt. Er packt das riesige Herz mit beiden Händen, drückt es und lauscht, wie die Kammern schlürfen und schmatzen. Die wächserne Maske seines Gesichts teilt sich zu einem breiten kindlichen Grinsen. Es ist so, dass man seine Arbeit liebt. Findet ihr nicht auch? Es ist so wichtig, dass man seine Arbeit liebt. Findet ihr nicht auch, Gorak? Kalder wirft das Herz über seine Schulter hinweg auf einen hüfthohen Stapel aus Eingeweiden. Clever ist clever? Meine Monstrosität nimmt langsam Gestalt an. Nun muss ich nur noch ihren Schädel mit etwas Sinnvollem ausstopfen. Ich spreche von einem Gehirn, Gorak. Und da werde ich dann wählerisch. Die Vermonstrositierung verursacht erheblichen Hirnschaden. Also sollte man mit jemandem anfangen, der intelligent ist. Einer der Allianzoffiziere sollte reichen. Findet einen der Hauptleute auf der anderen Seite der Kriegsnarbe und versucht, die Ware nicht zu beschädigen, während ihr ihn tötet. Okay. Die dunkle Fürstin schätze euch. Natürlich. Ich sammle einfach mal Gehirn. Gehirn. Heißt es eigentlich Gehirn oder Gehirn? Gehirn. Heißt es eigentlich Gehirn? Aber man sagt immer Gehirn. 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 Kein Gehirn, sondern ein Gehirn. 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 Ein Gehirn. Ach, naja, keine Ahnung. So, dann wollen wir mal diesen Allianz-Offizier töten, der dort drüben herumläuft. Vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Wo soll er sein? Huch, da ist doch was. Ich sehe doch etwas. Ich sehe, dort befindet sich Eisen. Eisen. Nicht zu verspeisen, aber es ist Eisen. Nee, keine Ahnung. Und Bergbau 130 habe ich jetzt. Das ist auch nicht schlecht. Wo ist denn jetzt? Hier ein Offizier. Hier ist nur die normale Vorhut. Da steckt ein Sägeblatt im Berg. Nicht sehr toll. Ein Offizier. Wo ist der Offizier denn? Hier ist kein Offizier. Also Offizier. Nö, irgendwie nicht. Wer läuft denn hier rum? Pionierspezialist. Okay. Hauptmann der Triumphfeste. So, ich fühle mich wie so ein Zombie, wenn ich hier Gehirne sammle. Also wirklich. Was habt ihr nur für Quests? Manchmal glaubt man, diese Entwickler sind irgendwie... Ich weiß auch nicht, was die genommen haben. Wenn man sich solche Quests ausdenkt. Oh Mann, Gehirne. Habt ihr eigentlich ein Gehirn? Okay, eine dumme Frage. Naja, ich weiß auch nicht, wie ich darauf komme. So, hoch. Ach, schon wieder so ein Agent, lass mich. So, Agent 007 ist das bestimmt. Ne, die sind alle durchnummeriert, weißt du? Ach, scheiße. Ja, jetzt habe ich schon ein riesen Gehirn und bin trotzdem doof. Vielleicht sollte ich selber benutzen. Das frische Hören. Ich erinnere mich noch an Quests. Da sind die Sachen wirklich schlecht geworden. Da musstest du die wirklich schnell zurückbringen. Sowas wäre auch toll. Ich meine, so ein frisches Hirn, ja. Das könnte ich jetzt theoretisch tagelang in der Tasche aufbewahren. Und jetzt noch bis Level 90 questen und dann die Quest hier abgeben. Das wäre immer noch frisch. Na klar. Geht alles. Ist alles möglich. Nichts ist unmöglich. Hier japanischen Namen einfügen. So. Okay. Kalder Grau. Hoffentlich ist das wichtig. Hirn. Kalder hält das Hirn in seiner ausgestreckten Hand und zieht gleichzeitig ein blutverschmiertes Werkzeug aus seinem Gürtel. Wunderbare Arbeit. Das Geheimnis hier ist, das reptilische Nervensystem nicht zu verletzen, während man die höhere Erkenntnisfähigkeit entfernt. Schließlich können wir nicht zulassen, dass unser neuer Freund ein Gewissen bekommt oder sich daran erinnert, dass er zur Allianz gehört. Kalder bohrt und schnippelt an dem Hirn herum und entfernt große Stücke. Und schon sind wir fertig. Wunderbar. Das ist sehr wunderbar einfach. Das ist toll. Ich krieg wenigstens hirnbespritzte Beinschützer. Sieg. Sylvanas. Eine Monstrosität. Das ist ja ekelhaft. Ich nehme mal diese Beinschützer und leg die mir an. Und dann wollen wir mal weiter nach Süden reisen. Und außerdem können wir mal ein bisschen was verkaufen. Zum Beispiel das nicht. Das hier. Kodo-Hornfragment brauche ich zum Beispiel gar. Jetzt verkauft das doch. Jetzt so.
Diese Beinschienen brauche ich auch nicht. Auch wenn sie viel schöner waren als die anderen. Naja, Seidenverband weiß ich gar nicht, ob ich den noch brauchen werde. Den großen Heiltrank würde ich eigentlich auch gern behalten. Ich laufe jetzt einfach mal nach Süden zu den anderen Quests. Wie sieht's eigentlich? Ich muss doch bald. Ach, 39 von 40 habe ich. Also ist eigentlich bald fertig, ne? Krass. So. Ja, und danach geht's dann nach Feralas zum Beispiel. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Mal sehen. Irgendwo muss ich ja hingeschickt werden. Ach, jetzt lass mich in Ruhe, du Donnerwolken irgendwas. Donnerwolkenkitzler. Brauche ich nicht. Ach, gucke mal, Giraffen. Ach, wie niedlich. Die sind kleiner als die Kodos fast. Was zur Hölle? Ein gestörter Erdelementar. Offensichtlich ist die Erde hier gestört. Wenn die Elementare auch gestört sind. Ich weiß es nicht, naja. Oh mein Gott, eine zwergische Festung. Oh nein. Hoch, warte mal, da ist... Oh, 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 gucke mal einer an, was haben wir denn da gefunden? Na, das ist doch mal... Ich bin zu weit entfernt. Das ist jetzt aber schön. Gold! Gold, Gold. Oh, das ist ja goldig, Mensch. Ich hab Gold gefunden. So, ich fühle mich wie so ein Typ aus dem 18. Jahrhundert, der nach Amerika fährt, um da Gold zu sammeln. Ich hab Gold gefunden, ich hab Gold gefunden. Und ich hab Quests gefunden, die auch mit goldenen Fragezeichen, naja. Flammensteinspitze? Ah. Ah, warte, du bist eine Frau, ne? Ich glaube. Bringt ihr mir Nachrichten aus dem Norden? Ist das von Kragol? Wunderbar, trotz all des Aufruhrs in der Welt können wir unsere Augen nicht von der Bedrohung durch die Selitiden verschließen. Für den Kampf, der vor uns liegt, ist es unerlässlich, dass Leute wie Kragol unseren Feind gründlich studieren und seine Geheimnisse aufdecken. Tauner öffnet das Buch und überfliegt die erste Seite, ihr Gesicht wird lang. Oh, naja, wenigstens etwas, denke ich. Möge die ewige Sonne euch beschützen. Yeah, ich habe den Erfolg schon wieder errungen, und interessanterweise. Okay. Yeah, ich kann aber noch weitermachen. Wir sind hier, um die Namen der Lande zu überwachen und nach weiteren Zeichen der Instabilität Ausschau zu halten. Bisher haben wir noch keine gesehen, aber ein kataklysmisches Nachbeben könnte das Brachland noch weiter verheeren. Im Nordwesten, in der Nähe des Abgrunds, wüten völlig außer Kontrolle geratene Erdelementare. Um die Erde zu besänftigen, müssen diese hin und wieder vernichtet werden und ihre Essenz in einem Ritual zurückgegeben werden. Wenn ihr uns helft, das zu tun, Krieger, werde ich euch mit Freuden belohnen. Habt günstige Winde. Okay, ach, guck mal, was haben wir denn? Ach, nur Eisen. Das nehme ich trotzdem mal mit. Warte, und dann nehme ich nochmal die andere Quest gleich an. Halt, Eisen, da ist Eisen. Ich wette, die andere Quest sagt mir, ich muss die da töten. Moment. Ich nehme die andere Quest erst an, das Eisen kann warten. Wird mir schon keiner wegnehmen. Glaube ich, hoffe ich. Lokta! Ich möchte euch um einen Gefallen bitten, Krieger. Ein Krieger namens Mankrieg ist vor nicht allzu langer Zeit auf seiner einsamen Reise durch unser Lager gezogen. Seine Frau wurde von den Stachelebern vor langer Zeit getötet und ihn dürstet immer noch nach Rache. Ich kann seine Augen nicht vergessen. In ihnen brannte ständig unverhohlener Hass. Wir haben nicht lange miteinander gesprochen, aber ich ertrage den Gedanken nicht, dass er da draußen ganz alleine ist. Bitte bringt dies zu Mankrieg und sagt ihm, dass es von mir stammt. Okay, ein Geschenk. Dorn im Auge. Mankriegs Wut über seine tote Frau bietet Anlass zu weiterer Sorge, Krieger. Die Stacheleber im Kral der Klingenhauer sind weitaus skrupelloser und hasserfüllter, als Mankrieg sich vorstellen konnte. Ihr solltet nach Süden reisen und mit meinem alten Freund Aul Steinkeil sprechen. Er arbeitet daran, ihrer Raserei ein Ende zu bereiten, bevor das ohnehin geschwächte Land noch mehr leidet. Lebt wohl. Okay. Ist er da? Nee, das ist bestimmt dieser Mann. Krieg. Okay, soviel zum Thema. Das Eisen. Ich muss die bestimmt töten, aber das Eisen ist ja noch da. Gut. Okay, ich dachte, jetzt wäre das auch weg, aber nee, das ist noch. Es ist noch da, das ist gut. Das ist zu weit entfernt. So, die anderen sind mir gerade egal, die tun mir eh nichts. So, und ich möchte auch gar nicht in. Das ist eine Dungeon-Quest, die ich jetzt... Oder? Nee. Doch, das ist eine Dungeon-Quest, die ich gerade angenommen habe, glaube ich. Hoch, wo ist denn die? Ach da, Kral der Klingenhauer, Dorn im Auge, brauche ich gerade nicht.
Gibt auch nicht viel EP, weil es nur eine Sprech mit dem Quest ist. Und die hier bringt auch nicht viel EP wahrscheinlich. Haha, was ist? Ich bin beschäftigt. Marker hat euch geschickt. Manrix Wut ebbt einen Moment lang ab. Das ist eine kleine Aufmunterung, aber nichts kann mich trösten, solange ich hier noch nicht fertig bin. Es ist nie genug. Für eine Weile dachte ich, mein Hass hätte sich gelegt. Meine Frau wurde zur letzten Ruhe gebettet, ein letztes Blutopfer ihrer Mörder, um ihre gequälte Seele zu beruhigen. Ich dachte, Frieden würde mir gefallen. Ich habe mich geirrt. Ich werde nicht ruhen, bis auch der letzte dreckige, quiekende, mordende Stacheleber tot und zerschmettert daliegt. Ich kann sie aber mit meinen eigenen Händen nicht schnell genug töten. Geht und tötet noch mehr für mich, Ork. Zieht in Ehren. So, die FPS hier sind auch gerade, also vom Spiel okay, aber von der Aufnahme ist gerade ein bisschen, das schmiert gerade ein bisschen ab, weil anscheinend ist WoW sehr komplex, dass selbst die Aufnahme, das ist krass, das habe ich selbst bei Assassin's Creed nicht, also bei Assassin's Creed 4, aber hier in WoW sind die scheinbar so komplex, diese ganzen, das so komplex zu komprimieren, dass nicht mal die Aufnahme da hinterher kommt. Das ist ja krass. Also entweder die Festplatte oder die CPU mit den vier Threads, die ich da zugewiesen habe. Ich weiß es nicht. Vielleicht weise ich einfach mal 6 Threads zu, aber eigentlich müsste es auch mit 4 gehen. Ist ja komisch. Na gut. So. Ich meine, es ist immerhin so eine hohe Auflösung, muss ja alles komprimiert werden und so. Das ist schon nicht wenig. So, ich muss Stacheleber hoch. Wo laufe ich denn hier hin? Ach, die muss ich ja eh töten. Siehst du, wie praktisch. Stirb. Erdelementar. Der absorbiert ja meinen Schaden. Was ist das denn? Ja, das geht ja nicht hier. Können wir ja nicht auf uns sitzen lassen hier. Einfach den Schaden absorbieren. Huch. Ach, das waren die Giraffen. Ich war gerade verwirrt. So. Wieso der jetzt da wegläuft? Aber es war nur... Huch, warte mal. Wieso brauche ich eigentlich eine höhere Bergbaufertigkeit, als für das Level normal ist? Ja. Ich meine, ich habe jetzt nicht unbedingt das schlechteste Bergbau-Dings für... Oh. Oh. Gucke mal, was haben wir denn da drüben? Ja, was haben wir denn da? Wie komme ich da jetzt hin? Komme ich da irgendwie? Hier komme ich rüber, glaube ich. Ja. Da ist ein Rare-Mob. Na sowas. Na sowas. Oh, aber erstmal dieser Erdelementar. Und da ist ein anderer Spieler, eine Nachtelfe-Jägerin. Die tut mir aber nichts, das ist ganz gut. So. Die wird den Rare-Mob wohl auch nicht töten, weil er zur gleichen Fraktion gehört. Vermute ich jetzt mal. So, von daher lasse ich die einfach mal in Ruhe. So, jetzt muss ich aber selber erstmal mich regenerieren, damit ich überhaupt gegen diesen Malgin Gerstenbräu kämpfen kann. Warte. So, gleich haben wir es. Also gleich, jetzt, also immer noch nicht. Okay, ich warte. Ich kann übrigens auch schon neues essen, ne? Essen, aber jetzt habe ich noch das alte. Ich müsste das natürlich erstmal kaufen, Mist. So, jetzt stirb, du elender Zwerg. Zwerge. Die esse ich zum Frühstück. Lecker Zwerg zum Frühstück. Habt ihr schon mal Zwerg zum Frühstück gegessen? Bestimmt lecker. Nee. Habt ihr noch nicht wahrscheinlich. So. Ja, wow. Ich habe jetzt ein bisschen Erfahrung und Ältestenstiefel des Adlers. Na toll. Vielen Dank, liebes Spiel. Huch, was ist denn da? Na, was haben wir denn? Ach, nur Eisen. Aber immerhin Eisen. Besser als nix. So, nehmen wir auch nochmal mit. Das wunderschöne Eisen. Und dann muss ich noch da... Ach, da hinten ist das. Okay, also da oben irgendwo. Da gehe ich auch gleich nochmal hin. Da irgendwo. Okay. So, Eisen habe ich jetzt auch einiges. Ich muss wirklich mal zwischendurch nach Orgrimmar. Ich glaube, das mache ich am Ende der Aufnahme. Nach Orgrimmar oder nach Ratchet. Und da ein bisschen Bergbau lernen und so und Schmiedekunst mal weiterbringen, damit ich die ganzen Sachen mal loswerde hier im Inventar. Und vor allem mal zur Bank, dass ich auch die ganzen anderen Sachen da loswerde. Und Kochkunst müsste ich dann auch noch, ach du Heilige. So viel zu tun. Was auf jeden Fall. Gunn mustert euch von Kopf bis Fuß. Wir können eure Hilfe brauchen, Krieger. Aber das hier ist kein kleines Scharmützel. Wir kämpfen hier, um einen entscheidenden Schlag zu führen. Oder bei dem Versuch zu sterben. Gunn, packt euch mit einer blutverkrusteter Hand. Meine Wunden sind schwerwiegend,
Aber ich werde nicht aufgeben, bis die Zwerge von Baal-Modan für ihre Verbrechen bezahlt haben. Wir haben während unseres letzten Überfalls einen Mann in ihre Festung hineingeschmuggelt. Einen Saboteur der Goblins. Fuchs Schattenschleicher. Startet ein Ablenkungsmanöver vor den Toren, tötet wen immer ihr könnt und dann schleicht euch in die Festung Baal-Dun im Süden und findet Fuchs. Diese Festung kann nur von innen heraus zerstört werden und Fuchs schafft das nicht alleine. Geht in Frieden. Okay, dann mache ich das mal.